Genies fallen nicht vom Himmel. Sie müssen Gelegenheit zur Ausbildung und Entwicklung haben. Mit diesem Zitat des deutschen Publizisten August Bebel heiße ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, herzlich willkommen zum zweiten Euregio AusbilderInnen-Stammtisch hier aus dem Gustelier, dem Atelier für Geschmackserfahrung des Hoteliers- und Gastwirteverbandes HGV in Bozen. Mein Name ist Evelyn Selva, ich bin Mitarbeiterin im HGV und darf Sie als Koordinatorin des Vereins Gastlichkeit in Südtirol durch diese Veranstaltung führen. Sie können der Veranstaltung in deutscher Originalsprache oder in der italienischen Simultanübersetzung folgen, indem Sie einfach auf dem Bildschirm oder dem Video die Sprache auswählen. Ausbildung und Entwicklung, darum geht es bei dieser Veranstaltung, trotz oder gerade in Zeiten von Corona. Das sind auch uns wichtige Anliegen, weshalb wir uns freuen, als HGV diesen Stammtisch im Auftrag der Euregio umsetzen zu dürfen. Und wir bedanken uns bei allen Partnern für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung im Vorfeld. Allen voran bei der Abteilung Gesellschaft und Arbeit der Tiroler Landesregierung, bei unseren lieben Kolleginnen vom Ausbilderforum Tirol, beim EVTZ-Büro Bozen, dem Südtiroler Köcherverband und der HGJ. Was erwartet Sie heute? Als Gastgeberregion dieses Stammtisches möchten wir Ihnen zuerst einen kurzen Überblick über das Ausbildungssystem in Südtirol geben. Bildungsdirektor Gustav Genett wird dies am Beispiel des Hotel- und Gastgewerbes tun. Anschließend freuen wir uns auf den Impulsvortrag zum Thema Begeisterung und Motivation von Mentaltrainer Valentin Biffrader. Und am Schluss möchten wir in einer Podiumsdiskussion mit schulischen und betrieblichen AusbilderInnen und Auszubildenden über Schwierigkeiten und Chancen in Zeiten von Corona sprechen. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen, weshalb die heutige Veranstaltung in hybrider Form stattfindet. Das heißt, ein Teil der Gäste ist hier vor Ort, während wir die Gesprächspartner aus dem Tirol und dem Trentino zuschalten. Selbstverständlich werden auch hier im Gustelier sämtliche Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Nun darf ich aber das Wort übergeben an unsere Ehrengäste. Der Auftakt gebührt Landesrätin Dr. Beate Palfrader. Sie ist die Landesrätin für Bildung, Kultur, Arbeit und Wohnen in Vertretung des Landes Tirol, das ja aktuell den EVTZ-Vorsitz innehat. Anschließend schalten wir zu Philipp Achhammer, dem Landesrat für Deutsche Bildung und Kultur in Südtirol, bevor wir den Regionenreigen mit einem Video von Mirko Bisesti, dem Trentiner Landesrat für Bildung, Universität und Kultur, schließen. Nun aber Film ab für Frau Dr. Palfrader. Geschätzter Herr Landesrat, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Ausbildungsbetriebe, liebe Lehrlingsausbildnerinnen und Lehrlingsausbildner in Schule und Betrieb. Herzlich willkommen von Seiten des Landes Tirol beim zweiten Euregio AusbildnerInnen-Stammtisch, der vom Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol ausgerichtet wird. Es ist mir eine große Freude, dass die duale Ausbildung mit dem Ausbilderforum der AMG Tirol als Vorzeigeprojekt des Euregio-Vorsitzes Tirols 2019 bis 2021 fungiert. Das Ausbilderforum mit seinem Stammtischformat bietet Lehrlingsausbildnerinnen und Lehrlingsausbildnern aus ganz Tirol und im Euregio-Format eben auch aus Südtirol, Tirol und Trient die Möglichkeit, sich fachlich auszutauschen und zu vernetzen. Im Mittelpunkt des heutigen Stammtisches stehen die touristischen Ausbildungen in Zeiten von Corona. Sie sind Herausforderung, Chance und Lernprozess zugleich. Die Tourismusbranche ist in allen Teilen der Euregio ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber. Dabei sind die Ausbildungswege zur Tourismusfachkraft in Tirol sehr vielfältig. Neben Fachschulen und Kollegs steht die Lehre im dualen System offen, mit einer europaweit als vorbildhaft geltenden Ausbildung in Schule und Betrieb. Der Einbruch im Tourismus nach den Corona-bedingt notwendigen behördlichen Schließungen hat sich besonders gravierend auf Unternehmen und Beschäftigte ausgewirkt.
Doch auch wenn der Tourismus derzeit zu den Branchen gehört, die von der Krise am stärksten betroffen sind, zählt er nach Einschätzung der Expertinnen und Experten auch zu jenen Branchen, die sich nach der Krise am raschesten wieder kräftig erholen werden. Für die Zeit danach müssen die Auszubildenden im Tourismus trotz der aktuellen Betriebsschließungen bestmöglich vorbereitet werden. Über Wege und Erfahrungen dazu informieren Sie heute die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion, in der Ausbildnerinnen und Ausbildner der drei Regionen, die in Schulen und in Betrieben aktiv sind, sowie ein Auszubildender darüber berichten, welche positiven Erfahrungen sie aus der Zeit der Krise für die duale Ausbildung mitnehmen. Ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf. Sehr geehrte anwesende, zugeschaltete Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Vertreterin Gustelier, lieber Präsident des HGV Manfred Winsker, sehr geehrte Landesrätin Beate Ballfrader, caro Assessore Mirko Bisesti. Ich bin zwar heute nur zugeschaltet aufgrund einer Sitzung der Landesregierung, die in Kürze beginnen wird. Ich will aber auf diesem Weg meinen großen Dank dafür ausdrücken, dass wir jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit, das duale Modell in den Mittelpunkt rücken. Und ich darf und ich kann nur da anknüpfen, wo es Landesrätin Beate Ballfrader auch ausgedrückt hat. Das duale Modell, das werden wir erst sehen und erkennen und deswegen müssen wir uns bestens darauf vorbereiten, wird die richtige Antwort sein nach dieser Krise für eine Erholung des Arbeitsmarktes. Es ist schon jetzt so, dass die Daten des Arbeitsmarktes belegen, dass die Lehre, dass das duale Modell widerstandsfähiger ist in dieser Krisensituation. Und wir werden morgen mehr denn je Modelle brauchen, wo junge Menschen aus der idealen Verbindung von Beruf und Ausbildung in die Arbeitswelt hineinkommen werden. Man spricht jetzt schon davon, dass es möglicherweise eine sogenannte Generation Lockdown geben könnte, also eine Generation von jungen Menschen, die Arbeitserfahrungen in Praktika oder in Lehre nicht hat. Und deswegen ist es unsere gemeinsame Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieses Modell, dass diese duale Ausbildung in unseren drei Ländern, in Tirol, in Südtirol und im Trentino, weiter beibehalten und auch gefördert wird. Ich darf bei dieser Gelegenheit aber auch danken, ganz, ganz herzlich dem HGV für die Abhaltung dieses Ausbilderforums in Gustelier. Und gerade in dieser Zeit, lieber Präsident Manfred Winsker, in dieser so schwierigen Zeit, für die Betriebe in Hotellerie und Gastronomie sagen, ihr gehört zu einem der wesentlichsten Ausbilder und Ausbilderinnen in unserem Land und wir sind stolz, trotz dieser Situation, auf unsere Hotellerie und Gastronomie. In diesem Bereich etwa sind in den vergangenen 10 Jahren die Ausbildungszahlen um 17% gestiegen, so stark wie in kaum einem anderen Bereich, auch wenn die Lehrlingszahlen jetzt krisenbedingt um circa ein Drittel gesunken sind von 2020 auf 2021. Aber ihr beweist immer wieder in euren Betrieben, in Hotels und Restaurants, dass dort junge Menschen direkt am Beruf entsprechend ausgebildet werden. Und ich möchte abschließend eines ganz besonders an die Lehrlinge und die Ausbilderinnen und Ausbilder sagen. Seid stolz auf diese Ausbildungsform. Tragt sie als gesellschaftliche Herausforderung und Verantwortung mit, als eine Aufgabe, die bewahrt werden muss. Seid stolz auf die praktischen Berufe in unserem Land, die große Zukunft haben, die der Schlüssel zur Zukunft von vielen jungen Menschen sind. Und wir tun alles dafür, um für die Gleichwertigkeit der dualen, der praktischen Ausbildung zu kämpfen. Ihr seid Botschafterinnen und Botschafter für diesen Kampf, für die praktische duale Ausbildung. In diesem Sinne ein großer Dank an euch alle für den Einsatz, den ihr zeigt, im Durchaus im Laufe des Jahres in euren Betrieben mit den Lehrlingen und danke dem Sektor der Hotellerie und der Gastronomie. Ich bin mir sicher und bewusst, wir werden bald schon zur Altersstärke zurückkehren und als ein zentraler Ausbildner auch in diesem Sektor ein kräftiges Lebenszeichen geben. Alles, alles Gute und viel Erfolg für dieses Ausbilderforum, dieser ein Ausbilderstammtisch. Danke an alle, die einen Beitrag dazu leisten.
Un saluto ed un ringraziamento. Ja, ich darf alle grüßen, die sich hier und heute mit einem zentralen Thema für unsere Zukunft beschäftigen. Es geht darum, die Voraussetzungen für die Verbesserung eines bereits bestehenden Systems in der Euregio zu schaffen. Das duale System. Nach diesem Jahr, in dem der Fokus immer wieder auf dem Thema Sicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie lag, ist es, denke ich, wichtiger denn je, dass wir über Schule und Ausbildung sprechen. Es geht um Zukunft. Und alle Initiativen, die eine Verbesserung unseres Systems darstellen, gilt es in der Euregio aufzuwerten. In diesem Sinne danke ich allen Ausbildern und Ausbilderinnen, die gemeinsam über dieses Thema diskutieren. Wobei ich auch unterstreichen möchte, alle Reformen, die sich in unseren Schulen und Ausbildungsstätten dank der neuen Mechanismen, dank neuer Möglichkeiten und Initiativen umsetzen lassen, sind selbstverständlich mehr als willkommen und werden entsprechend auch in der Provinz dringend umgesetzt. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank an unsere politischen Vertreter. Danke, dass Sie alle so viel Power in die Ausbildung der Jugend stecken. Nun begrüße ich den Hausherrn, HGV-Präsident Manfred Binsker, und bitte ihn um sein Statement zum Tourismus und zur Ausbildung in Südtirol. Herzlich willkommen im Gustelier, oder besser gesagt aus dem Gustelier, dem Atelier für Geschmackserfahrung, das der HGV vor circa 2 Jahren errichtet hat. Erlauben Sie mir ein paar Gedanken zu diesem Gustelier, weil wir ja Gäste aus Nordtirol unter den Zuhörern, Zusehern haben und auch aus dem Trentino. Das Gustelier ist eine Struktur, die wir geschaffen haben, aus der Überzeugung heraus, dass wir was Besonderes auch oder im Besonderen für die Jugend schaffen müssen in Bezug auf gesunde Ernährung. Wir wollen hier ein Zentrum schaffen, haben es bereits geschaffen. Corona hat uns bedingt etwas zurückgeworfen, aber trotzdem digital werden sehr viele innovative Veranstaltungen, im Besonderen für die Jugend, für unsere Gastwirtinnen, Gastwirte, für unsere Köche, für Auszubildende, aus diesen Lokalitäten, aus diesen Räumlichkeiten heraus gestrahlt. Wir haben natürlich in Südtirol den Vorteil, dass wir den alpin-mediterranen Einfluss geltend machen können und entsprechend auch weitergeben dürfen. Der Tourismus, das wissen wir alle, spielt im alpinen Raum für das Wirtschaftswachstum eine zentrale Rolle. Schafft im Normalfall, wir haben jetzt durchleben eine doch außergewöhnliche Zeit, schafft im Normalfall auch sichere Arbeitsplätze bis hinein in die entlegensten Täler. Und das ist für uns wichtig. Das war auch das Ziel der Politik, Arbeitsplätze und darüber hinaus auch Sicherheit, soziale Sicherheit in den entlegensten Tälern unserer Berggegend zu erhalten. Der Tourismus und wir als Gastronomen sind dafür genauso mit den Entscheidungsträgern der Politik Garant dafür. Das Hotel- und Gastgewerbe, das wissen Sie, werte Damen und Herren, sichert im Normalfall Arbeitsplätze bei uns in Südtirol, weit über 30.000 sichere Arbeitsplätze bis zu 36.000 hin, wobei ca. 60% in der Beherbergung ihre Arbeit finden und 40% in der Gastronomie. Aber vor allem, und da sind wir stolz, Herr Landesrat Philipp Achammer hat das in seinen Grußworten, in seiner Botschaft auch erwähnt, es sind sichere, innovative Ausbildungsplätze, Arbeitsplätze in der Folge dann für unsere Jugend. Unsere Jugend findet den Arbeitsplatz vor Ort, das ist wichtig. Sie kann den Arbeitsplatz im Normalfall auch zu Fuß mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Unsere Jugend ist die Zukunft, ist das größte Kapital, wenn ich das so sagen darf, für die Zukunft. Wir brauchen gut ausgebildete junge Leute, motivierte, hochmotivierte junge Leute,
Das ist wichtig. Und da kommt jetzt natürlich auch die Ausbildung, die professionelle Ausbildung mit ins Spiel. Auch die Ausbilder selber, ob das in den Schulen, in den Betrieben ist, alle gemeinsam spielen wir doch eine zentrale Rolle für unsere Jugend. Wir leiden natürlich auch ganz stark in der derzeitigen Zeit unter dieser doch außergewöhnlichen Situation. Und trotzdem, ich wiederhole, trotzdem auch die Worte von Herrn Landesrat Philipp Bachhammer, sind wir bemüht und bestrebt, entsprechend uns gut aufzustellen, auch für die Zukunft vorzubereiten und entsprechend auch sichere Ausbildungsstätten in unseren Betrieben zu schaffen. Deshalb Schule, Arbeitsplatz, auch das duale Ausbildungssystem, da hören wir ja immer wieder, dass auch von staatlicher Ebene das als Pilot und als Vorzeigeprojekt angesehen wird und würden uns gerne andere nachmachen. Aber das wird auch in Zukunft festen Boden im Tirol und im Trentino insgesamt haben. Ich danke allen, die mitgewirkt haben, in der derzeitigen schwierigen Zeit, in der Vergangenheit, aber auch in Zukunft. Und die Rahmenbedingungen setzen für eine gediegene, zukunftsorientierte Ausbildung. Wir wissen, dass unsere Jugend mit unserer Ausbildung auch Chancen für die Zukunft haben wird, Chancen im In- und Ausland. Und das, glaube ich, ist eine gute Ausgangssituation. Ich danke Ihnen allen, danke dem Land Tirol, danke Südtirol, natürlich auch dem Trentino für die Initiative, die wir als HGV gerne mit unterstützt haben. Wir sind dankbar, hier Partner sein zu dürfen, genauso wie die Gastwirtejugend, wie der Südtiroler Köcheverband, der Verein Gastlichkeit in Südtirol. Wir danken ganz besonders für die angenehme und auch zielführend wichtige Zusammenarbeit. Auch ich wünsche Ihnen allen, die zuhören, die hier sind, die hier teilnehmen an diesem zweiten Euregio-Ausbilder-Innenstammtisch, alles Gute, fruchtbare Gespräche und auf eine gute Zukunft. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Pinsker. Nun begrüße ich Dr. Gustav Cinet. Er ist Landesdirektor für die Deutsche Berufsbildung und Bildungsdirektor und wird Ihnen nun das Ausbildungssystem in Südtirol am Beispiel Hotel- und Gastgewerbe vorstellen. Bitte, Herr Cinet. Ja, schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Danke für die Einladung, bei dieser Gelegenheit kurz unser System vorstellen zu können. Wir sind zwar jetzt in einer besonderen Zeit. Ich kann mich erinnern, dass wir vor 1,5 Jahren einen sozusagen Gipfel als Schule und Verbände beim Landesrat hatten, wo es um das Problem des Fachkräftemangels ging. Leider haben wir uns jetzt im letzten Jahr um ganz etwas anderes gekümmert, aber nichtsdestotrotz werden wir in Zukunft auch wieder Fachkräfte benötigen und dafür benötigen wir auch eine ideale Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule, um diesen Anforderungen dann auch gerecht werden zu können. Ich werde jetzt ganz kurz das Ausbildungssystem in Südtirol aufzeigen. So wie der Präsident schon angekündigt hat, ist es so, dass wir im Verhältnis zum restlichen Staatsgebiet natürlich ein System haben, das dem deutschsprachigen Raum entspricht. Wir haben sozusagen eine allgemeine Mittelschule bis 14 Jahre, wo alle Kinder eine gemeinsame Ausbildung genießen und dann eine Entscheidung treffen, ob sie in ein Gymnasium, in eine Fachoberschule oder eine berufliche Ausbildung wählen. Das unterscheidet uns zum Nordtiroler System. Ich weiß, dass auch die Nordtiroler auf diesen Aspekt sehr oft auch ein bisschen neidisch sind, weil eben uns die Gelegenheit, dass alle Kinder bis 14 Jahre eine gemeinsame Schule besuchen können, etwas Besonderes ist. Hier nochmal ganz kurz die Berufsbildung. Wir haben dann mit 15 Jahren ein allgemeinbildendes Jahr für in der Berufsbildung noch einmal und dann entscheiden sich die Jugendlichen entweder in die duale Ausbildung zu gehen oder eine Vollzeitausbildung zu machen.
2021 hatten wir in Südtirol über 10.486 Schülerinnen und Schüler im Bereich der Berufsbildung. Wir hatten in den letzten Jahren eine kontinuierliche Steigerung und besonders im Bereich des Tourismus und im Gastgewerbe. Wie der Landesrat schon kurz angedeutet hat, wurde natürlich jetzt im letzten Jahr durch die Krise, vor allem im Bereich der dualen Ausbildung, gab es einen relativ großen Einbruch von ein Drittel, wobei wir in der Planung mit noch schlimmeren Zahlen gerechnet haben und da in diesem Zusammenhang natürlich auch eine wichtige Entscheidung der Betriebe, trotzdem auf die duale Ausbildung zu setzen, weil es wird nach der Krise ja auch Gott sei Dank wieder weitergehen. Wie Sie sehen, insgesamt ein Drittel Lehrlinge, die auch diese sind in den letzten drei Jahren kontinuierlich steigend. Die Zugangsvoraussetzungen für die Lehre sind 15 Jahre alt und natürlich ein Lehrvertrag bis 24. Beschult wird je nach Ausbildung entweder in Blockkursen oder in Jahresklassen. Und bei den Splitterberufen arbeiten wir vor allem mit dem Land Nordtirol zusammen, wo dann zum Beispiel die Kaminkehrer die Ausbildung in Innsbruck machen und bei anderen Ausbildungssträngen ebenso. Die Lehrabschlussprüfungen finden dann an den Schulen statt, mit Vertretern der Wirtschaft. Also es ist keine reine schulische Angelegenheit, sondern die Wirtschaft unterstützt und schickt hier auch die Vertreter sowie auch die Sozialpartner. Im letzten Jahr war es natürlich schwierig, alle geplanten Prüfungen so abzuhalten, wie wir es gerne gehabt hätten. Die Dauer ist in der Regel dreijährig bei den Köchen und bei den Servierern. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein viertes Ausbildungsjahr dazuzuhängen. Ganz kurz zu den zentralen Lehrberufen im Tourismus. Wie Sie sehen, haben wir bis vor zwei Jahren einen kontinuierlichen Anstieg bei den Köchen. Und im letzten Jahr hat es einen kurzen Einbruch gegeben. Aber die Rückmeldungen und auch die Einschreibungen dieses Jahr lassen wieder darauf zielen, dass wenn die Betriebe wieder öffnen können, natürlich auch hier sich die Zahlen verändern werden. Genauso beim Lehrberuf Servierfachkraft. Auch hier haben wir bis vor zwei Jahren einen kontinuierlichen Anstieg und auch hier gehen wir davon aus, dass wir dann wieder genauso die Möglichkeit haben, mehrere Schüler und Schülerinnen auszubilden, wenn eben die Betriebe wieder öffnen. Der zweite Bereich ist die Meisterausbildung, wo dann sozusagen eine weitere Qualifizierung möglich ist. Wir haben dort vier Prüfungsteile, eben die Unternehmensführung, die Mitarbeiterführung und die Lehrlingsausbildung. Das ist eben ein zentraler Bereich, weil die Ausbildung von Lehrlingen natürlich auch gut gebildete, ausgebildete Fachkräfte in den Betrieben benötigen. Und die Berufsbildung organisiert gemeinsam mit den Verbänden die Meisterprüfungen. Und auch hier ist die Wirtschaft natürlich vertreten. Wir haben zurzeit die Ausbildung auf das ganze Land verteilt, was natürlich auch wichtig ist, um die Möglichkeit des Erlernens des Berufes gut zu gewährleisten. Wir haben einmal in Meran und in Bruneck, in Meran den Kaiserhof, in Bruneck die Landeshotelfachschule und dann haben wir die Hemmer-Eltensteiner in Brixen und Savoy in Meran und dann haben wir auch noch Handel und Grafik mit einem Zweig der Ausbildung im Bereich des Gastgewerbes. Das sind die Standorte in Südtirol und dort werden diese Schüler dann auch ausgebildet. In diesem Sinne hoffen wir jetzt auf eine beruhigende Zeit und auf eine Zeit, wo wir wieder die Gelegenheit haben, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren und das ist auf die Ausbildung der Jugendlichen in diesem Sinne. Danke für die Aufmerksamkeit und alles Gute. Ja, vielen Dank, Herr Cenet, für diesen Überblick. Ich denke, da unterscheiden wir uns doch in dem einen oder anderen Aspekt von Tirol und dem Trentiner. Nun freue ich mich aber besonders auf Valentin Piffrader. Er ist unter anderem der Mental- und Motivationstrainer der Südtiroler WorldSkills-KandidatInnen
und wird gleich in seinem Vortrag darüber sprechen, was wir gerade in Zeiten wie diesen tun können, um Lehrlinge zu befähigen, zu begleiten und zu begeistern. Und wie wir trotz Abstands- und Corona-Regeln Nähe und Beziehung aufbauen können. Herzlich willkommen, Valentin Biefrader. Guten Nachmittag auch von meiner Seite. Buon pomeriggio a tutti. Ich spreche heute über Begeistern, Begleiten, Bewirken, Befähigen. Und ich möchte hierzu etwas einleiten. Mein Name ist Valentin Biefrader. Wie ich schon erwähnt wurde, ich bin Mentaltrainer und Organisationscoach. Ich bin seit 2005 Teamleader und Mentaltrainer der Teilnehmer an den WordSkills und EuroSkills. Und mit Begeisterung dabei, mit Begeisterung auch, weil ich sehe, dass bei uns Jugendliche ihren Beruf mit Motivation, mit Enthusiasmus ausüben und vor allem dann auch zeigen können, dass sie weltweit mithalten können. Dies motiviert mich immer und vor allem motiviert mich die Weiterentwicklung, die diese jungen Personen machen in diesem kurzen Abschnitt von der Erstauswahl bis zum Ende dieser Weltmeisterschaft. Ich selber bin in einem Netzwerk tätig, Vivaios. Vivaios kommt aus dem Griechischen und heißt selbstbewusst, also meiner Selbstbewusstsein. Und wir bieten sowohl für Unternehmen als auch für Organisationen ein Organisationscoaching an. Und natürlich biete ich auch Mentaltraining für Sportler, für Künstler und auch Unternehmer an. Worum geht es heute? Es geht um Folgendes. Was können wir, was könnt ihr als Ausbilder, Ausbilderinnen tun, damit zu bewirken? Was könnt ihr tun, zu begleiten, zu bereichern, zu begeistern, zu befähigen und zu bewegen? Ich möchte hier dazu ein Modell verwenden, das Positive Leadership, den Positive Leadership Diamant, der eigentlich diese Punkte bildlich darstellt in einem Modell. Worum geht es hier? Es geht hier darum, dass wir als Führungskräfte und Ausbilderinnen sind ja Führungskräfte, dass sie verschiedene Aufgaben haben in Bezug zu ihrer Arbeit, in Bezug zu ihrer Rolle als Führungskraft und in Bezug zur Ausbildung der jungen Lehrlinge und auch der Mitarbeiter. Ich gehe hier speziell immer wieder auf die Lehrlinge. Das eine ist, ich muss selber führen. Ich muss mich selber führen. Und das ist der Begriff hier, bewirken. Das heißt, welche Wirkung habe ich denn auf andere? Ist mir das bewusst? Welche Wirkung erziele ich? Ich muss mir selber bewusst sein, dass ich Vorbild bin. Ob mir das passt oder nicht. Ich muss mir bewusst sein, wie ich in gewisse Situationen ticke. Ich muss mir das reflektieren und auch mich dann selbst eventuell dahin leiten, dass ich das verändern will. Das heißt, es geht vor allem in dieser Zeit oder es ging vor allem in dieser Zeit und ich hoffe, es wird auch wieder besser. Es ging vor allem in dieser Zeit, wie gehe ich mit Unterschiede um oder wie gehe ich eben mit diesen schwierigen, ungeliebten, ungewollten Situationen um. Genau darum geht's. Wie reagiere ich da? Welche Gedanken habe ich da? Weil das wird sich fast automatisch auf meine Mitarbeiter und vor allem auf die Lehrlinge übertragen. Der zweite Punkt ist Menschen führen. Wir führen Menschen, wir führen nicht Dinge, wir führen Menschen. Und Menschen führen geht vor allem über die klare Kommunikation. Also wir begleiten diese für einen gewissen Zeitraum, wir wissen nicht wie lang. Wir hoffen, dass die Lehrlinge dann weiterhin im Betrieb bleiben, aber wir wissen es nicht. Worum geht es hier? Also in der Begleitung. Es geht darin, wie kommunizieren wir denn mit den Lehrlingen? Wie gestalte ich die Kooperation mit den Lehrlingen? Das sind Fragen, die ihr sicherlich alle schon kennt, aber wichtig ist, das immer wieder bewusst zu machen. Eine Sache ist ganz klar, welches Menschenbild habe ich denn? Welches Menschenbild? Das heißt, welche Haltung habe ich gegenüber diesen Lehrlingen, gegenüber meinen Mitarbeitern? Habe ich eine Bestätigungshaltung oder habe ich eine Wachstumshaltung? Eine Bestätigungshaltung heißt,
wenn ich nur darauf auslege, dass ich alles nur bestätigt bekomme, was ich denke, was ich entscheide, was ich mache. Eine Wachstumshaltung heißt, ich will auch von meinen Mitarbeitern lernen können, sogar auch von den Lehrlingen. Weil neue Ideen, woraus entstehen die? Die entstehen mit Querdenken. Und unsere Lehrlinge, unsere Jugend, ich habe es immer wieder bei den WordSkills erlebt, die sind Querdenker. Und es ist nicht immer das falsch, was sie denken. Es ist manchmal nicht nachvollziehbar, aber sie haben gute Ideen. Und wenn man das mal sitzen lassen und versucht umzusetzen, dann kann man sich weiterentwickeln. Es geht darum, welche Haltung ich nochmals habe gegenüber den Mitarbeitern. Betrachte ich diese Mitarbeiter, diese Lehrlinge als Objekt einfach wie eine Maschine, die funktionieren soll, die einfach widerspruchslos meine Aufgaben, meine Anweisungen ausführt? Oder betrachte ich diese jungen Menschen auch als selbstbewusste, eigenverantwortliche Mitarbeiter, die ein Potenzial haben, die sich damit weiterentwickeln wollen? Achte ich darauf? Oder kennen Sie vielleicht das sogenannte Kellermeister-Syndrom? Was ist das? Das ist ganz einfach. Wenn Sie denken, Sie sind vor lauter Flaschen umgeben, dann wird das Kellermeister-Syndrom aktiviert. Und was kann das heißen für Sie? Das heißt ganz einfach, Sie müssen alles alleine tun. Das heißt, alles, jeder Kugelschreiber, jedes Papier, was eingekauft werden soll, müssen Sie entscheiden. Sie werden sich nicht mehr auskennen. Sie geben keine Verantwortung zurück. Und das Komische dabei oder das Interessante dabei ist ja auch noch, dass sich dann Ihre Mitarbeiter so verhalten werden, weil sie ja nicht anders können. Also sie werden immer nur als Flaschen gesehen und sich als Flaschen verhalten. Also machen Sie das bitte nicht. Sehen Sie in Ihren Mitarbeitern, welche Potenziale sie haben. Schauen Sie darin auch, dass Sie ihnen mit Rückmeldung Feedback geben. Feedback, ganz kurz nur, es sollte übers Jahr gesehen, also öfters ein positives Feedback kommen, wie ein negatives. Im Verhältnis ungefähr von 5:1. Es gibt sehr viele Studien dazu, vor allem von Kim Cameron, der ein Vorreiter der Positive Leadership Theorie ist. Frage ist natürlich auch, gebe ich Feedback gerne oder nehme ich das auch an? Auch das, ein positives Feedback nimmt normalerweise jeder sehr gerne an. Ein negatives, aber sehr schwer. Also wenn Sie schon rückfragen, was Ihr Lehrling von Ihrem Verhalten auch hält, nehmen Sie das mal an, auch wenn es schmerzt, und versuchen Sie, wenn Sie wollen, dieses zu verbessern oder dieses zu ändern. Der dritte Punkt bei den Aufgaben geht zum Thema Organisation führen. Und Organisation führen ist bereichern. Bereichern durch Entscheidungen, durch Strategien, durch Prozesse, durch Abläufe, aber auch durch Regeln. Wir glauben immer oder sind der Meinung, nicht immer, aber viele glauben, wenn man Regelungen macht, dann wird alles eingeengt. Aber ich glaube, vor allem Lehrlinge brauchen auch die Ufer, worin sie sich bewegen können. Das hilft, das gibt Orientierung. Das hilft ihnen auch zu wissen, okay, und in diesem Spielraum kann ich mich bewegen. Das heißt, ganz einfach gesagt, auch Sie, wie treffen Sie Entscheidungen? Wann und wie viel binde ich diese oder meine Lehrlinge, meine Mitarbeiter ein? Nicht alles, also nicht nur das Miteinander in dem Entscheiden, sondern es gibt sicherlich bestimmte Entscheidungen, die nur Sie allein treffen müssen und können. Aber ab und zu gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, die Mitarbeiter und auch die Lehrlinge einzubinden. Wer kann Entscheidungen treffen? Ist das klar, wer wann welche Entscheidungen treffen kann in Ihrem Unternehmen, im Hotel, im Gastgewerbe? Wie flexibel können wir dann darauf reagieren? Stellen Sie sich einfach immer wieder diese Frage und suchen Sie nach Antworten. Und welche Abläufe, Strukturen gibt es bei uns? Kennen das die Lehrlinge schon? Wissen Sie das? Wurden Sie mal eingeführt? Hat man Sie geschult sozusagen auch in diesen Bereichen? Gibt es auch zum Beispiel regelmäßig Teambesprechungen? Das heißt nicht stundenweise, das kann auch mal nur 5 Minuten sein. Regelmäßig einmal in der Woche 5 bis 10 Minuten mal kurze Abstimmung.
nicht nur um Abläufe und Organisationen einzuteilen, sondern vor allem auch mal die Stimmung. Gibt es Themen, die besprochen werden müssen? Gibt es neue Ideen? Gibt es Unregelmäßigkeiten? Einfach das mal zum Thema machen. Bieten Sie flexible Arbeitszeiten an. Jugendliche lieben das, meistens, nicht alle, aber versuchen Sie auch da hineinzugehen. Im Gastgewerbe natürlich eher leichter möglich wie vielleicht in anderen Bereichen. Eine Möglichkeit, weil Lehrlinge und Jugendliche natürlich Abwechslung lieben, ich persönlich auch, ich bin nicht mehr jung, aber ich liebe das auch, dass man mal Möglichkeiten schaffen können, die auch in andere Bereiche hineinschnuppern, mal austesten, weil vielleicht wissen Sie oder wissen wir selber noch nicht, wo Ihre Potenziale liegen. Deshalb das auch mal zu berücksichtigen und dementsprechend Möglichkeiten zu geben. Im Positive Leadership Diamant gibt es dann noch das untere Dreieck, in dem Sinn, darum geht es um Prinzipien. Und da kommen wir zu den nächsten Punkten. Wir haben hier den Sinn. Und Sinn heißt vor allem Begeisterung. Also ich kann über den Sinn Begeisterung schaffen. Warum geht es da? Klarerweise geht es mal, ja, warum soll ich überhaupt bestimmte Aufgaben erledigen als Lehrling? Was bringt das überhaupt? Für wen? Und nicht nur für Sie als Unternehmer soll das Sinn machen, sondern versuchen Sie auch immer wieder den Lehrlingen zu erklären, warum bestimmte Arbeitsschritte nötig sind. Es geht um Sauberkeit, es geht um Arbeitsplatz, Gesundheit am Arbeitsplatz und so weiter. Aber Sauberkeit gehört dazu. Vielleicht verstehen Sie nicht, warum das wichtig ist, aber erklären wir es, dann haben wir die Chance, dann haben Sie die Chance, dass Ihre Mitarbeiter, Lehrlinge auch mit Begeisterung an die Sache herangehen. Eben, macht das auch Sinn aus Sicht des Lehrlings? Das ist nochmal ein anderer Blickwinkel. Auch versuchen sozusagen den Lehrling zu verstehen. Und verstehen bitte heißt nicht einverstanden sein, aber grundsätzlich mal zu wissen, was motiviert eventuell einen Jugendlichen oder eine Jugendliche, diesen Job und diese Arbeit zu machen. Kennt der Lehrling das Ziel? Kennt er die Erwartungen, die ich an ihn habe? Also als Ausbilder, als Unternehmer, spreche ich das mal ab mit denen. Was passiert da? Was kann da passieren? Das kann passieren, dass der Jugendliche merkt, okay, ich werde als Person, als Mensch wahrgenommen. Denn meinen Vorgesetzten, meinen Ausbilder ist es wichtig, dass ich auch meines dazu beitragen kann. Klarerweise dann auch sind die Aufgaben klar, die der Lehrling zu erlernen hat. Und auch darin ist er schon bereit, das auch allein zu machen. Hat er schon die Qualifikation dazu? Habe ich schon ausgebildet? Ein wichtiger Faktor, und das sagt auch der Hirnforscher Gerald Hütter ganz eindeutig, eine der wichtigsten Sachen, um dass Mitarbeiter motiviert sind, ist das Zugehörigkeitsgefühl. Wenn sich Menschen zugehörig fühlen zum Unternehmen, dann haben sie eine große Chance, dass sie mit Begeisterung bei der Sache sind und Mitverantwortung übernehmen. Auch das zählt dazu. Die Jugendlichen wollen Mitverantwortung übernehmen. Ich weiß, es gibt immer Ausnahmen, aber ich zähle mal auf das Große, auf den größeren Teil. Ein wichtiger Faktor, was sehr häufig, wie ich es gemerkt habe, auch in anderen Unternehmen, nicht nur im Hotelier- oder Gastgewerbebereich, der Beginn, der Einstieg, die Einführung wird viel zu schnell erledigt. Einfach mal komm und schon geht's los. Sondern nehmt euch die Zeit, führt sie ein, führt sie nicht nur ein, in was sie zu tun haben, sondern ins gesamte Unternehmen, damit die Jugendlichen in der ersten Woche einen groben Überblick bekommen, was es überhaupt heißt, im Gastgewerbe und im Hotelgewerbe zu arbeiten. Darum geht es, Überblick zu haben. Dafür, auch hier kann es sein, dass sich dann mit Begeisterung das große Ganze sehen und ihren Teil dazu beitragen zum Erfolg des Unternehmens. Auch umgekehrt natürlich, nicht nur die Erwartungen, die ich an den Lehrling habe, sondern auch mal nachfragen, was hat denn der Lehrling, welche Erwartungen an mich, an die Zukunft? Das mal überprüfen, ins Gespräch gehen, ohne natürlich zu sagen, es ist kein Wunschkonzert und wir werden alles erfüllen. Aber es ist mal ausgesprochen. Der nächste Punkt ist Zuversicht. Ein wichtiger Punkt, Zuversicht in Bezug auf Befähigen. Wie kann ich denn Mitarbeiter und Lehrlinge
befähigen. Es geht darum, und vor allem ein großes Potenzial liegt darin, wenn wir auch, ich betone wirklich auch, auf die Stärken des Lehrlings schauen. Tendenziell sind wir gewöhnt, nur auf das zu schauen, was nicht läuft, was die Schwächen sind, um diese dann auszubilden. Aber ich bitte Sie, schauen Sie mal bewusst immer wieder auch dorthin, welche Fähigkeiten, welche Stärken Ihr Mitarbeiter, Ihr Lehrling hat. Wenn man das immer wieder aufzeigt und anspricht, dann ist ein großes, großes Potenzial da, dass die Mitarbeiterinnen mit Begeisterung und mit Motivation bei der Sache sind. Welche Fähigkeiten, welche Interessen, welche Potenziale hat denn mein Mitarbeiter? Außerdem und vor allem in dieser Zeit, wo wir jetzt uns befinden, also es schaut jetzt danach aus, dass wieder langsam geöffnet wird, aber auch hier die Zuversicht zu vermitteln, und ich habe es bei meinen Vorrednern schon immer wieder gehört, rausgehört, es geht in Zuversicht in die Zukunft. Das heißt, kann ich vermitteln, dass wir ein tolles Unternehmen sind, dass wir zukunftsfähig sind, dass der Mitarbeiter Entwicklungsmöglichkeiten auch in meinem Betrieb hat, dass ich ein stabiles Unternehmen habe. Vermitteln Sie das, zeigen Sie das Ihren Mitarbeitern auf. Weil ich und ich meine allgemein, sind wir viel, viel lieber bei einem Unternehmen beschäftigt, das auch gut funktioniert. Bleiben Sie in Kontakt, führen Sie Gespräche, zeigen Sie Interesse, zeigen Sie auch manchmal Interesse für die persönliche Situation des Lehrlings, private Angelegenheiten. Ich betone hier wieder, nicht andauernd, sondern ab und zu. Bieten wir auch Weiterbildungsmöglichkeiten an? Klarerweise, wir machen das, haben wir gerade vorhin gehört. Aber natürlich, es gibt nicht nur die externen Weiterbildungen, sondern auch die internen. Wie stellen wir das an? Wie organisieren wir das in unserem Betrieb? Gibt es jemanden, der sich speziell um die Lehrlinge kümmert? Wie bilden wir sie aus? Wie können sie lernen, ohne dass sie jedes Mal, wenn sie einen Fehler machen, befürchten müssen, dass sie zum Rapport kommen müssen? Immer wieder Anerkennung, immer wieder die Wertschätzung, und das hängt ja zusammen mit den Stärken. Also ich erkenne deine Leistung an, ich wertschätze dich als Person, aber natürlich in einem Verhalten oder in einem Ablauf kann ich dann auch viel kritischer sein. Die Sache besprechen. Und der Lehrling nimmt das auch eher an. Zurzeit, klarerweise, wenn Sie die Möglichkeit haben, in Kontakt bleiben, auch wenn noch nicht offen ist, sind Sie in Kontakt geblieben, haben Sie immer wieder den Kontakt zu Ihren Mitarbeitern und zu Ihren Lehrlingen gesucht. Eine WhatsApp-Nachricht, ein Telefonat, immer wieder nachfragen. Auch hier gilt dann, Zuversicht und die Befähigung zu haben, weiterhin für dieses Unternehmen und für Ihren Betrieb zu arbeiten. Der letzte Punkt geht darum, ein wichtiger Faktor ist auch der Einfluss. Einfluss heißt die Übertragung von Verantwortung, heißt auch in Bewegung kommen. Also wie können wir unsere Jugendlichen und Lehrlinge in Bewegung bringen? Einfluss, wofür kann denn der Lehrling schon die Verantwortung übernehmen? Seien Sie sich das bewusst? Lassen Sie ihn auch bestimmte Sachen ausprobieren, ermuntern Sie auch, Beiträge, Aufgaben zu erledigen, auch den Lehrling immer wieder das auch bewusst zu machen. Und vor allem ermutigen Sie und inspirieren Sie auch Ihre Lehrlinge, bestimmte Sachen mal auszuprobieren. Und wenn es dann scheitert, natürlich dementsprechend zu bearbeiten. Das war mein Kurzinput noch zu der zweiten Frage. In Kommunikation bleiben, in Beziehung bleiben. Und wenn ich jetzt diese Maske wieder hernehme, die wir alle tragen sollen und müssen, dann wird in der Kommunikation, im Beziehungsaufbau, wenn Sie mich jetzt so anschauen, mal ziemlich schnell 2/3, wenn nicht mehr, plötzlich nicht mehr da sein. Also wir haben eine Schwierigkeit, ich nehme sie wieder weg, die uns hindert, die Kommunikation so zu machen, wie wir sie gewöhnt sind, wie wir sie instinktiv gelernt haben.
zwei Drittel von der Mimik fehlen. Was können wir also tun? Nichts. Doch. Wir können uns bewusst auf die anderen Sachen noch bewusster einsetzen, konzentrieren, die auch zur Kommunikation gehören. Die Gestik, die Körperhaltung, aber auch die Stimmlage. Also seien Sie vielleicht in Zukunft vorsichtiger, wenn Sie etwas ironisch meinen, mit Ihren Mundwinkeln kurz anziehen, weil Sie ja das ironisch meinen und das auch vermitteln wollen, aber unter Ihrer Maske kann man dies nicht sehen. Das könnte dann eine Schwierigkeit sein. Also bewusst das auch formulieren dann, bewusst auch vielleicht lauter lachen, wie man es normalerweise tut, einfach die anderen Faktoren der Kommunikation bewusster einsetzen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Schauen Sie mit Zuversicht in die Zukunft. Versuchen Sie immer wieder, das Bestmögliche aus der Situation zu machen, auch wenn es manchmal nicht so erscheint, dass es möglich ist. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei und ich wünsche Ihnen einen super Frühling und einen tollen Sommer. Auf Wiedersehen. Ja, danke, Valentin Piffrader, für diese tollen Inputs. Ich bin sicher, da ist vieles dabei gewesen, was sich unsere Ausbilderinnen und Ausbilder für die Praxis mitnehmen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir brauchen nun eine kurze Umbaupause hier im Gustelier, sind aber dann gleich wieder hier mit unserer Gesprächsrunde. Herzlich willkommen zurück. Hören wir nun, wie die Situation in der Praxis gelebt wird. Dazu haben wir einige schulische und betriebliche AusbilderInnen und einen Lehrling hier zu uns eingeladen zu dieser Gesprächsrunde. Und dazu begrüße ich hier bei mir Peter Paul Komar. Er ist Fachlehrer Küche an der Landeshotelfachschule Bruneck. Jonas Huber, Kochlehrling in der Talschlusshütte in Sexten. Hier Ulrike Eidner, die Lehrlingsausbilderin im Service im Hotel Erika in Dorftirol. Online zugeschaltet sind außerdem Arthur Fankhauser, der Verantwortliche für die Lehrlingsausbildung in der Wellnessresidenz Alpenrose in Maurach am Achensee. Massimo Malossini, der Generaldirektor der Berufsschulen ENAIP im Trentino. Sowie Chiara Volani, die Ansprechpartnerin für die dualen Ausbildungsgänge der Berufsschulen ENAIP Trentino. Beginnen möchte ich mit Herrn Koma. Sie haben an der Hotelfachschule Bruneck im Lockdown und in der Zeit der Schulschließung Ausbildung zum Teil neu konzipiert und sind in der Praxisausbildung alternative Wege gegangen, die vorher vielleicht undenkbar waren, die aber dann doch erstaunliche Ergebnisse gezeigt haben. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Ja, ich kann gerne einige Beispiele aufzeigen, die es praktisch vorher so nicht gegeben hat. Die Ergebnisse, die daraus entstanden sind, sind auch teilweise sehr überraschend und von meiner Sicht aus gesehen auch positiv für unsere Schüler. Jetzt, wir haben in vier verschiedenen Stufen, Schulstufen, Praxisunterricht im Bereich in der Küche und ich würde jetzt mal Beispiele von verschiedenen Stufen Ihnen da ein bisschen erklären, was wir da gemacht haben. Die ersten Klassen, die natürlich heuer im Herbst angefangen haben, das sind Schüler, junge Menschen, die noch ganz wenig Informationen über wie Kochen abläuft und so weiter haben. Zum Glück hatten wir am Anfang gut 1 bis 2 Monate eine gute Zeit, dass wir auch regelmäßig Praxisunterricht machen konnten, weil natürlich Praxisunterricht funktioniert optimal nur, wenn man vorzeigen kann, wenn der Schüler nachmacht und so weiter. Dann kamen die ersten Schließungen und wir haben bereits am Anfang des Schuljahres über diese Situation nachgedacht und auch uns Konzepte ausgedacht. Und jetzt ganz ein kleines Beispiel, also unsere Blöcke sind ungefähr 4 Unterrichtseinheiten und einer davon war folgendermaßen. Wir haben die Schüler um 8 Uhr eingeladen zu einer Online-Sitzung, zu einem Online-Unterricht, haben da ein Rezept ziemlich genau erklärt und es ging um das Rezept, eine Biskuitrouladenboden herzustellen.
Das ist für eine erste Klasse schon ein ordentlicher Schritt, wenn das selbstständig gemacht werden muss. Die Erklärung ist natürlich sehr umfangreich gewesen. Das Rezept wurde Ihnen schriftlich übermittelt. Und dann konnten sie zum Arbeiten gehen. Ausgemacht wurde mit den Schülern, wir treffen uns am Ende dieser Unterrichtseinheit, um das Ergebnis zu besprechen. Die Schüler haben angefangen zu arbeiten und wir trafen uns dann ungefähr 2,5 Stunden später. Und ich habe die Schüler auch nicht aufgefordert, irgendetwas online zu stellen, irgendein Foto online zu stellen und so weiter. Ich habe sie dann per Zufall ausgewählt und habe gesagt, kannst du mir bitte dein Produkt in die Kamera halten, in deine Laptop- und Handykamera, die sie eben da hatten. Und es waren ganz anschauliche Ergebnisse. Und ein Schüler hat gesagt, Herr Professor, Herr Komar, ich kann Ihnen leider nichts zeigen, weil mein Vater hat die Roulade schon aufgegessen. Wenn man so etwas berücksichtigt, dieses Erfolgserlebnis für diesen jungen Mann, denke ich, war sehr groß. Die Familie hat eine Bereicherung bekommen und ich habe auch gefragt, ob dann alles gut geschmeckt hat und der Schüler hat das bejaht. Ein anderer Schüler hat sich dann gemeldet, ein bisschen später, erst am Nachmittag, und hat sich dann online bei mir gemeldet und hat gesagt, Herr Komar, ich habe dieses Rezept 4-mal probiert und erst das 4. Mal ist es gelungen. Ich denke, dieser Schüler hat in dieser Zeit oder bei diesem Unterricht mehr gelernt, als er je in der Schule lernen wird, weil in der Schule haben wir die Möglichkeit nicht, dass ein Schüler 3-mal ein Rezept irgendwie nicht bis zum Ende durchspielen kann. Und der weiß jetzt ganz genau, wo die Fehler liegen, die man machen kann bei einem relativ einfachen Gericht. Das war jetzt mal ein Beispiel aus der ersten Klasse. Im letzten Jahr im Frühjahr sind wir natürlich alle ein bisschen überrascht worden mit dieser Situation. Aber wir haben zum Beispiel für eine zweite Klasse ein ganz, ganz tolles Konzept erstellt. Und zwar haben wir eine ganze Klasse aufgefordert, zu Hause einen Sauerteig herzustellen. Sauerteig braucht 4 bis 5 Tage. Und die Schüler mussten jeden Tag den Sauerteig dann ein Foto machen und das in unser digitales Register stellen. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Die Schüler haben gelernt, was passiert da? Was geschieht mit einem Sauerteig? Wie verhält sich der? Wir haben ihnen sogar Tipps gegeben, wo sie den hinstellen müssen in ihrer Wohnung, damit die Temperatur passt. Und da war auch eine Lösung, wenn sie ihr WLAN-Kästchen irgendwo in einem Schrank haben, dann wäre daneben der richtige Platz für den Sauerteig, weil da stimmt die Temperatur. Das haben die Schüler gemacht. Sie haben am Ende der 5 Tage dann auch ein Brätl daraus hergestellt und dieses dann aufgeschnitten und hoffentlich auch alle dann verkostet und die Familie hatte dieses Produkt. So etwas kann man im normalen Unterricht nicht machen. Wir haben die Schüler einmal die Woche in der Praxis. Da müsste man ihnen irgendwie künstlich irgendetwas zeigen, wie sich ein Sauerteig in den verschiedenen Tagen dann entwickelt. Das, wie gesagt, ist nicht möglich. Eine ganz wichtige Geschichte ist auch, was wir bei uns in der Schule so machen, ist, dass wir ja schauen, dass die Schüler oder die Eltern zu Hause oder die Familie zu Hause nicht unnötige Spesen haben. Also natürlich können wir nicht von den Schülern verlangen, dass sie irgendetwas einkaufen, was relativ teuer ist, und damit sie was daraus kochen können. Eine dritte Klasse habe ich folgendermaßen für eine Einheit von 5 Stunden, also 5 Unterrichtseinheiten, folgende Aufgabe gegeben. Sie haben per Zufall von mir ein Rezept bekommen. Sie mussten das Rezept für 4 Personen berechnen und die Hauptzutaten notieren. Dann sollten Sie in ein Lebensmittelgeschäft gehen, im Lebensmittelgeschäft diese Zutaten suchen, ein Foto machen, den Preis, den Kilopreis oder den Stückpreis notieren und dann nach Hause gehen und dort ausrechnen, wie viel für 4 Personen dieses Gericht kosten würde, wenn Sie es im Geschäft einkaufen. Das ist auch eine sehr realistische Aufgabe gewesen. Die Schüler bekommen mal Bezug auf Preis und haben dann bei der Nachbesprechung gemerkt, wenn Zutaten wie Eier und Mehl im Spiel sind, hauptsächlich dann diese Gerichte auch nicht sehr teuer sind. Hingegen, wenn da irgendein Teil von Fleisch, Wurstprodukte, Butter und so weiter im Spiel sind, dann haben sie gesehen, die kosten schon das Doppelte und auch das Dreifache wie ein ganz einfaches Nudelgericht. Das haben wir eben praktisch auch so gemacht. Und das tollste Beispiel, das ich Ihnen jetzt noch erkläre, war am letzten Frühjahr. Wir machen immer im Zeitraum Ende April bis Mitte Mai unsere
Kochprüfung in der vierten Klasse. Die Kochprüfung zu verschieben ist natürlich eine Riesengeschichte, wenn man die in den Herbst verlegt hätte. Es gibt viele Termine, die sich überschneiden. Das wäre eine ganz große Geschichte geworden, die wahrscheinlich nicht gut funktioniert hätte. Die Überlegung unserer Schule war, in Zusammenarbeit mit der Direktion und auch mit der Landesregierung wurde da zusammengearbeitet, dass das auch gesetzlich richtig funktioniert. Die Schüler sollen zu Hause diese Prüfung machen. Wie macht man das? Die Schüler haben alle, also wir haben ungefähr zwischen, ich glaube, 75 Schüler gehabt, die diese Prüfung abgelegt haben. Alle Schüler haben am Prüfungstag in der Früh bis 9 Uhr ein Lebensmittelpaket zugestellt bekommen. Das haben wir Köche übernommen. Die haben ihnen gebracht. In dem Paket drinnen war für alle Schüler dasselbe, dieselben Zutaten. Und daraus mussten sie dann 4 Gerichte zubereiten mit Einbezug von Wildkräutern, die sie eventuell im Wald und im Garten und so weiter und in der Wiese suchen. Am Anfang eine sehr skeptische Geschichte. Man wusste nicht ganz genau, wie die Schüler auf das reagieren. Die Köche, die die Lebensmittel ausgefahren haben und hingebracht haben zu den Schülern, konnten dann noch ein bisschen mit den Schülern sprechen, sie ein bisschen motivieren. Und die Ergebnisse, die da rausgekommen sind, phänomenale Geschichten. Sie mussten alles verschriftlichen, sie mussten die Rezepte in ein Dokument einfassen, sie mussten Bilder machen, das Endprodukt, sie mussten sogar eine Verkostung machen mit den Familienmitgliedern und dort kurz ein Interview führen mit ihnen. Und das, was da rausgekommen ist, waren teilweise extrem tolle, wirklich tolle Ergebnisse. Und man könnte jetzt natürlich denken, ja, da hatten sie vielleicht Hilfe zu Hause oder jemand hat für sie gekocht und so weiter. Aber wenn man die Schüler kennt, also ich sage, ich spreche nur mal von meiner Klasse, die ich das letzte Jahr hatte, die Ergebnisse waren identisch mit der Leistung unter dem Jahr. Also da ist nicht irgendjemand, der vielleicht das Kochen nicht so toll findet oder nicht so gute Begabung hat, um das zu machen, hat nicht erst ein Spitzenprodukt abgeliefert, sondern hat laut seinen Kenntnissen eine tolle Geschichte abgeliefert. Und anschließend wurde dann noch ein Tag mündlich geprüft, da war ein externer Prüfer anwesend, da wurde dann das Ergebnis auch besprochen. Dem externen Prüfer, der aus der Wirtschaft kommt, den haben wir das Ergebnis gezeigt. Und wie gesagt, also ganz, ganz tolle Ergebnisse gekommen. Das sind alles Sachen, die nicht funktionieren würden oder nicht so funktionieren würden, wenn wir es in der Schule machen, da ist die Zeit begrenzt, da sind die Zeiten ganz eine unterschiedliche, haben eine ganz eine unterschiedliche Funktion. Zusätzlich möchte ich noch sagen, also die Technik, die wir mittlerweile haben in der Schule, ist sehr, sehr gut. Wir können mit den Schülern kommunizieren. Das hatten wir vorher nie geschafft. Wir haben selten Schüler, die wir irgendwie per E-Mail oder Microsoft Teams, die schreiben, die fragen gewisse Sachen nach, die fragen auch am Tag vorher, was läuft morgen, wie muss ich in die Schule kommen, wie mache ich das. Diese Sachen sind vorher überhaupt nicht gegangen, die haben nicht funktioniert. Und deshalb sage ich, das, was wir gelernt haben und besonders auch digital gelernt haben, nicht nur wir in der Schule, sondern auch die Schüler, das hat uns schon ziemlich weitergebracht. Und ich denke, man kann auch in Zukunft noch ein bisschen daran, oder man kann damit sehr gut arbeiten in Zukunft und diese Ressourcen und diese Fähigkeiten, die wir alle jetzt mittlerweile bekommen haben, ganz gut weiter einsetzen. Ganz zum Schluss noch wollte ich etwas sagen. Wir haben vorhin einen Vortrag über Motivation gehört. Ganz, ganz wichtig für unsere jungen Leute, das, was hier vorgetragen wurde oder gesagt wurde, wäre ganz wichtig, wenn wir das in unsere Praktikas umsetzen könnten, dass die Betriebe sich wirklich um unsere Praktikanten kümmern, damit diese Praktikanten Freude am Gastgewerbe bekommen. Weil ich weiß ganz genau, dass das möglich ist, dass junge Leute auch das machen wollen. Aber wenn sie keinen motivierenden Arbeitsplatz vorfinden, dann kann sein, dass sie auch eine Kehrtwendung machen und dann nicht mehr im Gastgewerbe zu finden sind. Das war meine Erkenntnisse, die wir erzielt haben. Und ich denke, wir haben viele Sachen sehr gut gemacht. Einige sind natürlich nicht so optimal gelaufen, aber am Anfang, letzten Frühjahr, waren wir wirklich alle sehr, sehr überrumpelt von der Situation. Aber Praxis kann man auch in Fernunterricht machen, aber natürlich nicht denselben Unterricht, als ob die Schüler
vor Ort sind und man ihnen helfen kann und sie begleiten kann bei der Zubereitung eines Gerichtes. Ja, trotzdem vielen Dank. Ich finde, Sie haben sehr spannende Beispiele erzählt und da ist sicherlich auch einiges dabei, was Sie auch nach der Rückkehr zur Normalität vielleicht in der Schule beibehalten. Ich finde toll auch, dass sich die Kommunikation trotz Fernunterricht, wie Sie erzählt haben, auch verbessert hat durch die Nutzung der digitalen Medien, was sicherlich auch in Zukunft Vorteile bringen wird. Mhm. Vielen Dank inzwischen. Bitte schön. Hören wir nun weiter nach Trient zu Frau Volani. Welche alternativen Möglichkeiten der Ausbildung haben Sie im Trentino genutzt während der Zeit der Schulschließung, insbesondere auch im Hinblick auf die praktische Ausbildung? Ja, einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Nun, die Situation des Trentino ist eine völlig andere als die in Südtirol. Was unsere Ausbildungswege betrifft, so spreche ich vor allem vom letzten Ausbildungsjahr, wo es um das Diplom geht. Wir haben jetzt versucht, bestmöglich diese Schulschließungen zu umgehen mit den Problemen, die es während des Lockdown gegeben hat. Und ich möchte Ihnen hier kurz erklären, wie unsere Schulbildung aussieht. Zunächst haben wir eine sehr genaue Analyse des Tourismus im Trentino durchgeführt. Gerade am Gardasee haben wir eine klassische Sommersaison, üblicherweise von Ende März, Anfang April bis Anfang November oder vielleicht in einigen Jahren auch Ende Oktober. In den restlichen Monaten rechnet sich die Öffnung der Gastbetriebe oder der Hotels nicht. Wir haben also keine Wintersaison am Gardasee. Deshalb haben wir die Schulbildung in zwei Phasen unterteilt. Zunächst die Wintermonate, wo wir vor allem in der Schule arbeiten, während hingegen die Praktika vor allem in den Sommermonaten stattfinden. Man beginnt also mit dieser theoretischen Ausbildung, wo die Schüler Kompetenzen erwerben, also zum Beispiel italienische Sprache, Fremdsprachen, Englisch, Wirtschaftsökonomie, Tourismusökonomie und so weiter. Und sie kehren dann nach einem Praktikum, also nach einer praktischen Ausbildung, wieder in die Schule zurück. Was die praktische Ausbildung in den Unternehmen betrifft, so entwickeln sie dort die klassischen berufsspezifischen Fähigkeiten. Und es hätte jetzt unserer Ansicht nach wenig Sinn, diese Kompetenzen direkt in der Schule zu vermitteln. Also es sind die Unternehmen, die den gesamten praktischen Teil übernehmen. Wir machen in der Schule keine Simulationen, wir haben keine praktischen Werkstätten, außer in Vorbereitung auf die Prüfungen. Denn bitte vergessen wir eines nicht, das sind alles Schüler, die bereits eine Qualifikation mitbringen und die Basiskompetenz in diesem Sinne auch bereits aufweisen. Durch diese Organisation unserer Berufsbildung konnten wir dann auch in gewisser Hinsicht die Schäden durch die Pandemie, die Schäden oder die negativen Auswirkungen durch die Pandemie relativ gering halten. Natürlich, leider war es so, dass sehr viele Hotels am Gardasee, im nördlichen Gardaseegebiet nicht öffnen konnten. Deshalb haben wir einen Teil der schulischen Ausbildung vorgezogen, die eigentlich erst in den Wintermonaten hätte stattfinden sollten. Wir haben natürlich immer Kontakte zu den Unternehmen gehalten, die jetzt aber plötzlich schließen mussten und deshalb mit unterschiedlichsten Problemen konfrontiert waren. Was uns sehr erstaunt hat, war, dass alle Unternehmen, mit denen wir bereits vorher zusammengearbeitet haben, auch weiter bereit waren, Lehrlinge aufzunehmen. Es hat eine sehr starke Zusammenarbeit zwischen Schule und Hotelbetrieben gegeben, wodurch wir auch in dieser Ausnahmesituation die Möglichkeit hatten, bereits eingeschlagene Berufsbildungskarrieren abzuschließen. Während des Lockdowns hatten wir dann natürlich Fernunterricht, genau nach der Struktur, die unser Zentrum ENAIP auch für die anderen niedrigeren Klassen vorgesehen hatte, also nach einem binären System.
Ich darf dann auch daran erinnern, dass die gesamte praktische Ausbildung, wie ich bereits sagte, von den Unternehmen übernommen wird, die das auch dann wirklich abgeschlossen haben, sobald es die Möglichkeit gab, die Betriebe wieder zu öffnen. Dadurch war es nicht notwendig, Fernunterricht seitens der Unternehmenstutoren anzubieten, was auch eine gewisse Entlastung für die Unternehmen dargestellt hat. Das wäre für sie wahrscheinlich in vielen Fällen sehr komplex gewesen. Natürlich eine Schwäche dieses Systems oder dieses Ausbildungssystems war es, dass die Saison, die Tourismussaison so kurz war, wodurch wir einfach weniger Möglichkeiten hatten. Wir mussten uns stärker auf, oder wir mussten uns zum Beispiel auch, wir mussten das ganze System verändern, was die Gehälter der Jugendlichen betrifft. Sie konnten nicht mal eine gesamte Sommersaison durcharbeiten. Viele unserer Betriebe haben erst im Mai geöffnet, die meisten eigentlich, was sich natürlich auch auf das Gehalt unserer jugendlichen Lehrlinge ausgewirkt hat. Vielen Dank für diesen Überblick im Trentino. Herr Malossini, wie schätzen Sie die Haltung der Jugendlichen jetzt ein gegenüber dem Tourismus nach dieser langen Zeit der Krise? Und inwieweit hat die Corona-Krise aber vielleicht auch den Weg geebnet für neue Ansätze, die auch nach der Rückkehr zur Normalität beibehalten werden können oder sollten? Ja, zunächst einen schönen guten Nachmittag auch und meinerseits und herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf Ihnen vielleicht kurz vorstellen, was ENAIP Trentino ist. Wir sind 9 Berufsbildungszentren in den Bereichen Tourismus und Industrie. Wir haben hier spezifisch 5 Ausbildungsstätten, die nur für Tourismus und Gastgewerbe zuständig sind. Tatsache ist, dass die Systeme zwischen Südtirol und dem Trentino doch auch relativ unterschiedlich sind. Und wir hoffen, dass wir hier einiges von dem übernehmen können, was wir in Südtirol gesehen haben oder auch im Tirol, in Nordtirol gesehen haben. Wenn ich jetzt zu Ihrer Frage zurückkehre, nun, wir versuchen unseren Jugendlichen auch weiterhin Motivation zu vermitteln, auch wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, gerade einfach auch deshalb, weil der Tourismus und das Gastgewerbe diese massive Krise durchlaufen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass es nur besser werden kann. Die Perspektiven sind also gar nicht so negativ. Ich glaube, das können wir auch unseren Jugendlichen vermitteln. Übrigens, wir sprechen von einem System, wo wir zunächst die Jugendlichen bis zum 3. Jahr begleiten für die Berufsbefähigung, dann das Berufsbildungsdiplom und dann die höhere Berufsbildung. Wir haben uns jetzt ganz spezifisch auf die Lehrlinge konzentriert, damit sie zumindest das Berufsbildungsdiplom erwerben konnten. Und das wiederum hat bedeutet, dass sie bereits mit einem gewissen Alter in die Unternehmen kommen. Wir haben gesehen, dass die Motivation wirklich ein Problem war in diesen Monaten, einfach weil es diese Schwierigkeiten in der ganz konkreten Arbeitswelt gegeben hat. Aber wenn ich mir jetzt so anschaue, was uns doch mit den Lehrlingen in diesen Monaten gelungen ist, so haben wir die Beziehungen aufrechterhalten können. Wir haben zum Teil auch die klassische Dynamik auf den Kopf gestellt, wonach es die Lehrlinge sind, die in den Betrieb gehen, von der Schule ausgehend und dort dann ihre Rolle übernehmen. Jetzt hingegen haben wir die Jugendlichen etwas stärker an die Schule gebunden und nicht so sehr an die Betriebe, was zum Teil auch ihrer Moral sehr zuträglich war und ihrer Motivation sehr zuträglich war. Natürlich, das letzte Jahr war ein ganz besonders schwieriges Jahr, aber ab September 2020 haben sich dann doch auch gewisse neue Möglichkeiten geboten. Wir haben hier recht gut begonnen. Dann gab es alternierend Schließungen und Öffnungen. Natürlich, die Beziehungen zu den Kunden können nicht simuliert werden, also zu den Gästen, zu den Touristen.
Aber Tatsache ist, dass die Perspektiven für den Tourismus sehr positiv sind. Wir sind uns sicher, dass es hier wieder einen Aufschwung geben wird. Das wird natürlich jetzt von der epidemiologischen Situation und von der Impfsituation auch abhängen, aber die Prognosen sind sehr günstig. Das haben auch einige bereits unterstrichen. Es scheint doch eine der Branchen zu sein, die die größten Wachstumsmöglichkeiten vor sich hat. Gerade die Mobilität zwischen den Regionen und Staaten wird ganz entscheidend sein, um hier wieder Tourismus möglich zu machen. Und es wird deshalb darum gehen, dass vor Ort Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Also dass es nicht notwendigerweise nur Arbeitskräfte von außen sind, und das wird auch unsere Aufgabe sein. Dann wird es natürlich auch darum gehen, zu verhindern, dass junge Menschen in andere Berufe abwandern, und hier suchen wir nach entsprechenden Möglichkeiten. Dann, was die Rückkehr zur Normalität und Dinge betrifft, die man eventuell auch beibehalten könnte, oder die Frage, inwieweit diese Pandemie neue Ausbildungsansätze eröffnet hat, die eben nach der Rückkehr zur Normalität beibehalten werden könnten. Nun, hier darf ich Folgendes sagen. Wir durchlaufen derzeit eine ganz intensive Digitalisierungsphase, wie alle anderen natürlich auch. Wir wurden alle in diesem letzten Jahr in diese digitale Welt projiziert. Und ich sehe hier schon Möglichkeiten auch für Lehrlinge in Zukunft. Natürlich wird das nur dann gelingen, wenn entsprechend günstige Voraussetzungen für die Digitalisierung auch in den Lehrplänen aufgenommen werden. Das wird natürlich eine Herausforderung sein, der wir uns stellen müssen, auch in kultureller Hinsicht, in gesetzlicher Hinsicht oder in methodischer Hinsicht. Ich weiß, dass Sie hier in Südtirol und nicht nur bereits sehr viel weiter sind. Hier haben Sie auch eine sehr viel längere Geschichte. Der Übergang zu dieser neuen Lernmethode wird sicherlich auch voraussetzen, dass gerade Bildungseinrichtungen wie die unsere, aber auch die Unternehmen verstehen, dass das wirklich eine epochale Wende ist, vor der wir derzeit stehen. Und nur so kann es gelingen, bestmöglich alle Formen des Wissenserwerbes zu nutzen. Es geht darum, Wissen zu erwerben, Know-how zu erwerben und Fähigkeiten zu erwerben. Und natürlich geht es immer auch um diesen Dialog zwischen Handlung und zwischen Praxis und Theorie, zwischen Zusammenarbeit und Partizipation, zwischen Kontextualisierung und Rekontextualisierung von bestimmten Arbeitsweisen. Deshalb denke ich, dass das duale System hier wirklich eine ideale Möglichkeit darstellt, auch wenn wir von einem digitalen Modell sprechen. Es bietet sehr viele Interaktionsmöglichkeiten. Wir haben heute zum Beispiel auch neue pädagogische Instrumente, die sich durch die Digitalisierung ergeben, und dadurch stärken wir vielleicht nicht nur eine Art Vertrag zwischen den verschiedenen Partnern dieser Interaktion, sondern dadurch lassen sich auch Netzwerke über die gesamte Ausbildungszeit hinweg schaffen. Und diese Netzwerke bedeuten natürlich auch, dass wir die externe und interne Ausbildung miteinander vernetzen. Das Ganze fördert den Wissensaustausch, das Ganze fördert aber auch den Dialog zwischen dem Lehrling und all dem, was um seine Ausbildung kreist. Hier sehe ich schon große Chancen auch für den Online-Unterricht. Es ergibt sich dadurch, glaube ich, auch die Möglichkeit einer echten Community von Praktikern und von Experten. Das Ganze muss sich natürlich auch im schulischen Ausbildungssystem widerspiegeln. Es geht heute darum, zu zeigen, dass wir wirklich Möglichkeiten haben, in das duale System auch das E-Learning einzubinden. Das wird dann auch unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen. Also ich bin schon der Ansicht, dass es hier einige ganz spannende Ansätze gibt durch diese neuen Möglichkeiten der Digitalisierung. Was den Lehrling betrifft, so hat er heute vielleicht Zugriff auf ein ganzes Netzwerk von Experten, die ihm vorher vielleicht nicht offen gewesen wären oder die, zu denen er keinen Kontakt hätte schaffen können aufgrund von bestimmten territorialen Begrenzungen.
Oder auch die Möglichkeit, zu Lerninhalt oder auf Lerninhalte zu jeder Zeit zuzugreifen, die es ansonsten nicht gegeben hätte. Die Möglichkeiten von virtuellem Mentoring und Coaching, die Entwicklung des kritischen Denkens. Aber ich sehe auch Vorteile für Unternehmen. Das Ganze wird sehr viel schneller, auch im Erteilen von Feedback über den Lernfortschritt eines Lehrlings. Dann die Bewertung der gesamten Ausbildung, die Bewertung der Kenntnisse. Das wird sehr viel rascher gestaltbar sein. Oder eben auch für ein Unternehmen die Einbindung von Coaching und Mentoring. Intern und extern für eine bestimmte Organisation. Hier sehe ich schon viele Stärken und Vorteile. Es gibt Vorteile auch für die Schule selbst. Es wird vieles sehr viel schneller, das Feedback geben wird sehr viel einfacher. Wir haben neue pädagogische Methoden zur Verfügung. Wir haben offenere Klassen, das Blended-Unterrichtssystem. Also Sie sehen vieles, das doch auch in Zukunft sicherlich sinnvoll sein wird. Natürlich hoffen wir alle, dass es eine Rückkehr zur Normalität in möglichst kurzer Zeit gibt, aber doch sehe ich schon auch Chancen in dem, was wir in diesen letzten Monaten erlebt haben, Chancen auch für das Ausbildungssystem. Es braucht dafür natürlich unterschiedlichste Technologien und technologische Voraussetzungen. Ohne die wird das nicht funktionieren. Aber das, worum es ganz entscheidend geht, ist der korrekte didaktische Ansatz. Es wird nie funktionieren, ein effektives Lernmodell umzusetzen, wenn die neuen Paradigmen dem nicht entsprechen. Wir müssen offen sein in unseren Paradigmen, partizipativ und vernetzt. Das wird dann wiederum voraussetzen, dass auf unterschiedlichsten Ebenen neue Arbeitsansätze entwickelt werden. Und ich sehe hier gerade im dualen System enorme Chancen für die Entwicklung einer Learning Community, die auch wirklich effektiv und partizipativ ist und die so auch die Resilienz des dualen Systems unterstützt. Und das Ganze eben nicht nur in Zeiten einer Corona-Pandemie, sondern über diese Zeit hinaus im Sinne einer echten Veränderung des Systems. Hier sehe ich sehr wohl Chancen für das gesamte Trentino, damit wir gemeinsam mit den Betrieben einfach ein neues Paradigma entwickeln, ausgehend von den Entwicklungen dieser letzten Monate, auch im Sinne einer Verschlankung der Prozeduren. Vielen Dank, Herr Malosin. Ich sehe, Sie haben viele Pläne und das bleibt auf jeden Fall spannend, auch im Trentino. Kommen wir nun zu Jonas Huber, 18 Jahre jung, Kochlehrling im dritten Lehrjahr an der Landeshotelfachschule Emma Hellensteiner. Dein Lehrbetrieb ist die Talschlusshütte in Sechsten. Jonas, du hättest ja eigentlich schon Ende Februar deine Lehrabschlussprüfung haben sollen, aber durch die Schul- und Betriebsschließungen hat sich deine Lehrzeit nach hinten verschoben, sodass du dann voraussichtlich Mitte Juni deine Lehre abschließen kannst. Dein Arbeitgeber ist dir entgegengekommen, indem er deine Lehrzeit verkürzt hat, eine Möglichkeit, die du in Anspruch genommen hast. Trotzdem sagst du, du fühlst dich ausreichend vorbereitet auf die Lehrabschlussprüfung. Woran liegt das? Wie hast du die Zeit der Schulschließung für dich genutzt und wie haben dich Schule und Ausbilder unterstützt in deiner Lehrzeit? Ja, in Hinsicht zur Ausbildung, ich habe zu Hause viel gekocht, aber die Schule, da sie geschlossen wurde, war sehr schlecht aus meiner Sicht, aus dem Grund, weil in der Praxis lernt man viel mehr als wie zu Hause beim Kochen. Man hat zu Hause auch nicht immer diese Lust wie in der Schule. Man musste zwar über Teams letztes Jahr noch nicht, heuer über Teams Foto machen und dann Foto schicken und live die Lehrer schauten zu, wie du beim Kochen gearbeitet hast, aber es war nicht so, da waren leichte Schwindlereien möglich, aber ich zum Beispiel habe sie nicht genutzt, ich habe es nur von anderen Schülern so gesehen. Und ja, meine Lehrabschlussprüfung hat sich nach hinten verschoben, aus diesem Grund, weil der Betrieb geschlossen wurde und ich so meine Lehrzeit nicht zusammenbekommen habe, die 24 Monate. Und dadurch mache ich jetzt die dritte Klasse in der Hotelfach in der Emma Hellensteiner. Und ja. Mhm.
Siehst du jetzt deine Zukunft nach wie vor in der Küche oder gibt es für dich einen Plan B angesichts der Krise im Tourismus? Nein, ich sehe mich auch noch in Zukunft in der Küche, aber ich habe auch von meinen Mitschülern gesehen oder gehört, dass sie jetzt die Lehre fertig machen und dann wissen sie noch nicht, ob sie noch eine Lehre anfangen, weil ihnen ist das alles ungewiss, wie das weitergeht. Es sind auch die Arbeitszeiten im Gastgewerbe. Ich bevorzuge sie, weil ich gerne arbeite, aber andere hätten gerne die 5-Tage-Woche bis hin zu den 8 Stunden und das ist halt nicht immer möglich. Sehen wir das jetzt als Aufruf an die Betriebe, ein offenes Ohr zu haben für die Wünsche der Jugend. Du hast mir erzählt, dass du bist ja eben in der Talschutzhütte in Sechsten, war dein Lehrbetrieb, das ist ein Berggasthaus, eine Berghütte. Trotzdem hast du erzählt, du hast einen sehr tollen Küchenmeister dort, Chefkoch, der dich speziell unterstützt hat. Magst du da noch kurz erzählen, was du da für Möglichkeiten hattest? Ja, ich hatte die Möglichkeiten, weil ein Betrieb, eine Hütte kocht nicht, wie man es so kennt, wie in einer Küche. Und dann haben wir halt Sachen gemacht, die sonst nicht auf der Karte waren, wie zum Beispiel eine Konsumme. Wir haben sie dann einmal gemacht, meistens fürs Personal haben wir dann so mehr aufwendiger gekocht, damit ich es sehe, wie das gemacht wird. Und dadurch fühle ich mich auch sehr vorbereitet für die Lehrabschlussprüfung. Ja, toll. Also ich finde das ein tolles Engagement von deinem Lehrmeister. Und dann wünschen wir dir jetzt natürlich alles Gute für deine Lehrabschlussprüfung. Aber ich sehe, du bist zuversichtlich. Werfen wir nun einen Blick nach Nordtirol zu Arthur Fankhauser. Die Wellnessresidenz Alpenrose ist ja eigentlich ein Ganzjahresbetrieb, aber sie haben jetzt auch schon seit Anfang November geschlossen und dementsprechend viele Mitarbeiter ihnen in Kurzarbeit. Trotzdem sagen Sie, die Leute haben ein Recht auf Ausbildung. Welche alternativen Wege in der Lehrlingsausbildung haben Sie in dieser Zeit genutzt und wie halten Sie die Fachkräfte in dieser langen Zeit bei der Stange, um eine Abwanderung in andere Branchen zu verhindern? Ja, hallo, schönen guten Nachmittag hier aus Maurach am Aachensee. Ich hoffe, Sie können mich hören. Was für Wege beschreiten wir, um die Fachkräfte zu halten? Gibt mehrere Ansätze, die wir hier verfolgen. Zum Thema Kurzarbeit nur ganz eine Kleinigkeit. Bei den Lehrlingen ist so, dass die Kurzarbeit finanziell für sie ja keine Einbußen bietet, aber natürlich die Lehrzeit nicht so genutzt werden kann, wie sie eigentlich sollte. Das heißt, in der Praxis und halt während des Betriebes eben die einzelnen Lehrlingsthemen in den verschiedenen Berufsbildern hautnah sozusagen mitzubekommen. Was allerdings möglich war in dieser Zeit, wir müssen uns auch gestehen, nach einer gewissen Schockstarre im Dezember hat man dann im Jänner, Februar die Köpfe zusammengesteckt, was können wir tun? Und wir sind in so eine Art Hausaufgaben-Mentoring-System gegangen. Das heißt, wir haben gestartet einfach mit alles, was irgendwie machbar war, über online abzuwickeln. Wir haben auch Lehrlinge aus Deutschland beispielsweise bei uns. Wir sind nahe an der Grenze, die gar nicht zu uns einreisen durften, weil wir kurzfristiger Mutationsgebiet und so weiter waren. Also da waren mehrere Challenges, die wir da genommen haben, aber wöchentlich haben wir uns dann getroffen. Die Lehrlinge haben sehr viel zu Hause gemacht. Also wir sind den Weg auch über die digitalen Medien natürlich gegangen, haben da probiert, sie zu motivieren, speziell jetzt auch in der Küche oder Konditorei, dass sie uns dann einfach von ihren Produkten oder von ihren Hausaufgaben, nennen wir es so, Videos machen und diese zukommen lassen. Wir haben auch einiges da auf unserem Instagram-Kanal, @teamkraftplatz zum Beispiel, hochgeladen dann mit ihrer Einwilligung natürlich. Und gemündet ist das Ganze jetzt in ein Projekt, das sind wir sehr stolz drauf und das haben die Lehrlinge dann den Namen ausgewählt und das heißt Dinner for Ten. Das ist ganz kurz erklärt ein Projekt von allen im Hotel befindlichen Lehrlingen von den verschiedenen Berufsbildern. Das heißt von der Rezeption, also die Hotelkaufleute über die Küche, Konditor, Restaurantfachleute, die arbeiten zusammen daran und wir simulieren sozusagen eine Anfrage
von einer Familie, die dann insgesamt 10 Personen stark ist. Und also vom der ersten Angebot aus der Rezeption ausgehend über die Beratung zwischen Küche, Service und dann auch natürlich der Umsetzung, also dem Service, dem gemeinschaftlichen, die Abwicklung. Das heißt, Sie bekommen hautnah mit, wie funktioniert es, von A bis Z ein sozusagen in dem Fall ein Event durchzuziehen, was man aber natürlich auch auf eine normale Buchung in einem Hotel und der Umsetzung der kulinarischen dann umlegen kann. Dadurch natürlich Corona-bedingt ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht im Normalzustand, das heißt natürlich Kleinstgruppen und so weiter, aber man merkt einfach, dass auch wenn es in kleineren Gruppen sind und mit allen möglichen Vorkehrungen natürlich gearbeitet wird, dass dieser Kontakt auch zwischen den verschiedenen, also den Lehrlingen aus verschiedenen Berufsbildern, die im Normalfall, sage ich, vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben, einfach diese Zusammenarbeit, ist das Feedback eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, wir haben mittlerweile auch über unsere Hotelkooperation, die Best Alpine Wellness Hotels, auch da Resonanz bekommen. Also wir werden da weiter das weiter verfolgen. Und das hat speziell, um auf Ihre Frage nochmal speziell einzugehen, die Lehrlinge schon sehr gut, haben das sehr gut aufgenommen, dass wir da eben aus der Schule, oder wir sie ein bisschen auch motivieren, auch aus dieser bisschen lähmenden Atmosphäre von dem Ungewissen und so weiter, dass sie für sie einfach heißt, wir machen tolle Sachen mit ihnen, sie können Verantwortung übernehmen, und auch eben, wie gesagt, in Verbindung, ist heute eh schon ein paar Mal gefallen, mit Präsenz und natürlich Online-Inhalten durch die Möglichkeiten, die man jetzt hat, ist das einfach wichtig. Und da nehmen wir jetzt wieder heraus, dass wir das sicher weitermachen, auch wenn wieder, nennen wir es einmal, Normalbetrieb dann herrscht, dass wir solche Themen auch während des normalen Ablaufes durchführen. Ja, danke, Herr Fankhauser, für diese Einblicke und für diese Inputs. Last but not least möchte ich mich dann noch mit Ulrike Eidner unterhalten. Auch Ihr Betrieb ist geschlossen. Normalerweise öffnet man dort ja bereits vor Ostern für die Frühjahrssaison. Wie hat Ihr Arbeitgeber jetzt in dieser Zeit der Unsicherheit reagiert? Und welche Angebote gab und gibt es für die MitarbeiterInnen und Auszubildenden? Also wie auch leider schon im letzten Jahr war es natürlich dieses Jahr wieder, dass wir nicht aufsperren konnten. Unser Betrieb oder unsere Chefitäten haben auch im letzten Jahr schon probiert, eben wie kommuniziert man mit 70, 75 Mitarbeitern gleichzeitig. Sie haben eine WhatsApp-Gruppe im Prinzip gebildet, wo sie uns über den aktuellen Stand, was man natürlich über die Medien vielleicht nicht hört oder gehört hat, informiert. Also sie haben uns im Prinzip informiert, wann wäre der nächste Schritt, was gibt es für neue Regelungen, was kommt als nächstes. Dann gab es zwischendurch auch diese Meetings, wo dann im Prinzip alle online geschaltet wurden, wo sie uns über den aktuellen Stand informiert haben. Es gab natürlich immer wieder Aufschiebungen, wie auch in diesem Jahr. Es hieß mal vielleicht dann nach Ostern, dann hieß es mal vielleicht Mitte April. Jetzt sind wir inzwischen schon wieder bei Anfang Mai. Und so kommunizieren sie halt im Prinzip immer über diesen WhatsApp-Kanal. Dann gibt es auch für jeden Bereich, also wir haben im Prinzip jetzt vom Service, ich bin im Service zuständig, haben wir eine Service-WhatsApp-Gruppe, wo wir natürlich auch regelmäßig in Kontakt sind. Wie geht es allen Mitarbeitern? Sind alle gesund? Wir probieren verschiedene Strategien oder man probiert eben zu kommunizieren, ob alles in Ordnung ist, auch gerade mit den Lehrlingen, weil natürlich die, was jetzt erst angefangen haben, ist natürlich auch schwierig, den ersten Block im Prinzip im Fernunterricht zu machen, nicht in der Schule zu sein. Und wir haben natürlich auch probiert, über verschiedene Lehrkurse beziehungsweise auch so wir waren jetzt Kellereibesichtigungen machen, was unser Sommelier organisiert hat, wo man dann eben im Prinzip dann so probiert hat, die Mitarbeiter ein bisschen weiterzubilden und auch zu gucken, dass im Prinzip der Kontakt durch alle da bleibt.
Also ihr seid nicht im Ungewissen oder im Regen stehen gelassen worden, sondern es ist da schon sehr viel investiert worden, um einfach... Ja, weil es eben für sie einfach auch wichtig ist, den Mitarbeiterstamm zu halten. Also wir haben einen wirklich hohen Anteil an Mitarbeitern, die jahrelang schon bei uns im Hotel arbeiten. Und man ist natürlich bemüht, das dann auch weiterzuführen und im Prinzip diese Mitarbeiterbindung auch weiter beizubehalten, auch in dieser schwierigen Zeit, sagen wir mal so. Gut, ja, das ist auf jeden Fall wichtig, in Kontakt zu bleiben, auch wenn man nichts Fixes sagen kann, aber zumindest, dass, genau, dass der Kontakt da ist. Schön, ja, ich danke Ihnen allen für Ihre Erfahrungsberichte und für Ihren Einsatz für die Ausbildung der Jugend. Dir, Jonas, wünschen wir alles Gute für deine berufliche Zukunft. Damit sind wir am Ende des zweiten Euregio-AusbilderInnen-Stammtischs angelangt, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hoffen, Sie konnten einige Inputs für Ihre Arbeit mitnehmen. Wir werden die Videoaufzeichnung dieser Veranstaltung zum Nachhören auf den YouTube-Kanal des HGV stellen. Herzlichen Dank nochmal an unsere Partner, die zur Realisierung dieses Stammtischs beigetragen haben, und dem EVTZ-Büro Wien für das entgegengebrachte Vertrauen. Danke Ihnen fürs Zusehen. Vielleicht sind Sie ja wieder dabei beim dritten Euregio-Stammtisch, dessen Austragung dann im Trentino geplant ist. Bis dahin, gute Arbeit und viel Erfolg.